Ja, Löchen, was haben wir denn da Feines? Einen Contra-Ableger für die PlayStation 1. Ich habe das Spiel damals extrem gesuchtet. Weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal gespielt habe. Ich glaube vor, boah, 19 Jahren. Ja, ich bin jedenfalls froh, dass ich das Spiel wieder habe. Ja, was haben wir denn hier in den Options? Nicht viel. Ich mache direkt mal Easy. Ich weiß nämlich noch ganz genau, dass das sauschwer ist und dadurch, dass ich das jetzt so lange nicht mehr gespielt habe, wäre das, denke ich mal, angebracht, das auf einfach zu spielen. Der Ray. Chasha. Aber ich glaube, ich werde Ray nehmen. Was haben die anderen Schönes? Ja, hat ja jeder verschiedene Waffen. Ich glaube, den habe ich auch oft genommen. Baba. Der Baba. Ich glaube, den habe ich nie wirklich genommen. Aber der hier, der war nicht schlecht, das weiß ich. Ray und dieser Knilch da. Aber ich nehme Ray. So, mal schauen. Mal schauen, wie weit ich komme. Und da geht's direkt los. Was damals auch geil war, mit R1 kann man Strafe aktivieren. Und wenn man nochmal R1 drückt, dann kann man sich wieder hier frei bewegen. Und je nachdem, in welche Richtung man schießt und man die R1-Taste dann drückt, ja, ist dann Strafe festgestellt. So, das hier war ein Schutzschild und auch schön. Hier gab es damals immer an den Seiten ein paar Verstecke, wo man immer ein paar nützliche Sachen finden kann. Oh Gott. Komm hier. Eieiei. Ja, und Strafe macht sich hier bei solchen Sachen wirklich sehr nützlich. Noch kein Leben verloren, aber das liegt auch daran, dass ich auf Easy spiele. So, hier an der Seite war auch was, ne? Weiß ich doch noch. Irgendwo hier. Flammenwerfer. Okay. Irgendwo hier an der Seite war doch was. Mann, 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 da kommen Erinnerungen hoch. Genau, da. Was ist denn das? Ach! War das nicht so eine Bombe? Ich glaube. Ah. Ach, Scheiße. Ne, ich nehme mal lieber. Oh Mensch, was bewegt denn? Achso, ich hab's Strafe noch an. Ach Gott. So, jetzt aber. Ja, da gehört ein bisschen Übung dazu. Und gerade am Anfang sollte man das wirklich auf Easy probieren, damit man ganz genau weiß, wann welcher Gegner kommt oder wie so ein Gegner funktioniert. Sehr schön, was ist das hier? Ah, geil. Hey, jetzt hat er mich getroffen. Aber auf Easy bleibt mir zum Glück die Waffe. Wenn man das Ganze auf Mittel spielt, wird einem tatsächlich dann die Waffe wieder abgezogen. Verdammt, war ja nicht noch irgendwo ein Geheimnis? Wer ist der Gegner? Nee. Ah, Scheiße. Da hat er mich direkt überfahren. Aber man sieht schon, selbst auf Easy kann man hier ganz schnell abkacken. Oh, shit. Komm her, das will ich haben. Oh ja, yeah, das ist geil. Das war damals meine Lieblingswaffe. Und wenn man die hat, hat man eigentlich schon einen entscheidenden Vorteil. Aber ich habe hier irgendwie
irgendwas übersehen. Sehr schön. Stimmt, die geht auch auf die Geheimnisse. Immer schön bedeckt halten. Kann ich nicht hier hoch? Ging das nicht irgendwie? Nee, geht nicht. Okay. Okay, ging nicht. Was haben wir denn da? Ah, ich glaube, das war der erste, oder? Oder war das jetzt der vorletzte? Aber das ist schön. Dank Dieter. Dank dieser automatisierten Waffe ist das alles hier ein bisschen einfacher. Und ein Leben. Geil. Ich weiß auch noch, dass man dann in diesem Dschungelabschnitt tatsächlich sich an einen Arcade-Automaten stellen konnte und konnte dann zocken. Ich weiß aber nicht mehr, ob man dafür Leben bekommen hat. Ah. Ganz viele Bosse gibt's hier. Habe ich gar nicht so in Erinnerung. Ach ja, das war jetzt der Endgegner, der erste. Muss ich aufpassen, dass der mich hier nicht runterfetzt. Oder wie war das hier? Was? Komm. Irgendwie war das hier, dass der mich dann in den Abgrund stürzt. Oh Mann. Ach ja, genau, wenn das Bild sich dann vorbewegt, muss man aufpassen, dass man hier nicht... Ah. Hoi. Junge, die Perspektive ist teilweise so mies. Oh. Warum habe ich jetzt eigentlich No gedrückt? Ach, egal. Ja, yeah, der Dschungel. Mal sehen, ob ich es an so einen Arcade-Automaten schaffe. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Ich glaube, das war, da gab es doch damals dieses Panzer-Pac-Man auf dem Atari 2600. Ich glaube, sowas war das. Strafen. Konnte ich diese Jets eigentlich auch abschießen? Natürlich. So, wie war das jetzt hier mit den Geheimnissen? Wo waren die? Ach, diese hässlichen Viecher da. Wie konnte ich die vergessen? Das gibt's ja nicht. Ich konnte mich, glaube ich, noch auf dem Boden. Und dann kann ich sie abschießen. Stimmt. Ist das herrlich, das mal wieder zu zocken. Okay, der Flammenwerfer, den brauche ich eigentlich nicht. Der ist mir irgendwie zu kurz. Ich habe lieber diesen Laser da, diesen Suchlaser. Da ist doch irgendwie... Nee. So, passen hier, die schmeißen auch Bomben, die Drecksäcke. Natürlich! Ja, jetzt bin ich daran vorbeigegangen, oder? Scheiße, hier war doch irgendwas drin. Ach, Mist. Ah. Eieieiei. Mach dich weg hier. Nein, nicht. Strafen. Oh, das ist so krass hier, wie man mit dem Strafe arbeiten muss. Das ist übel.
ducken. Ja, falsche Taste gedrückt. Ich wollte mich ducken. Verdammt. War hier nicht irgendwas? Oder muss ich hier drüber? Irgendwas war doch hier. Ich hab irgendwas dunkel in Erinnerung. Komm her, ich brauch das. Aber ist... Ach, verdammt. Aber ist schon echt heftig, dass das auf easy... Natürlich. Jetzt lohnt sich natürlich das Continue. Aber ist schon heftig, dass es auf easy schon ganz schön schwer sein kann. Ich glaube, ich muss direkt wieder von ganz vorn anfangen. Ja. Und direkt wieder getroffen hier. Ey, verdammt, das gibt's doch nicht. Ich weiß gar nicht, ob sich hier so ein... Ach, Mann. DualShock-Controller lohnt. Oh, scheiße. Das ist doch... Das ist auch eins dieser Spiele, wenn man so viele Leben verkackt hier, dann... drückt man ständig die Reset-Taste. Weil man weiß, dass es eh keinen Sinn hat. Was war das? Ach, okay, das war der Flammenwerfer. Mann, das kannte ich damals alles hier in- und auswendig. Also ist hier nicht irgendwas in dieser scheiß Bambushütte? Ach, das gibt's doch nicht hier. Ich hätte gern diesen Laser, Mann. Dann wäre das alles ein bisschen einfacher. Ein Leben. Das muss ich mir merken. Das muss ich mir unbedingt merken. Junge, 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 hier geht's ab, ey. Scheiße. Ach, dieser komische Trilobit hier. Eieiei, scheiße. Nein, triff mich nicht. Die Musik war auch nicht schlecht. Na komm, 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 komm. Das muss doch bald mal her. Oh, ey, dieses Mistviech. Oh, na endlich. Trotzdem noch ein Leben. Shit, ey. Oh, nicht schon wieder der hier. Und dann diese Scheißviecher hier. Oh, Junge, Junge, Junge. Hier machst du was mit. So, was haben wir denn hier? Oh, sehr schön. Da ist noch ein Schutzschild. Okay. Da ist noch ein Schutzschild. Kann ich mitnehmen. Oh, ich hab den Laser. Geil. Ich hab den Laser. Oh Gott, das Teil. Es ist immer faszinierend. Man spielt Spiele jahrzehntelang nicht und dann fällt einem, wenn man was sieht, sofort wieder alles ein. Mensch, bleib doch mal bei deinem Strafe hier. Was soll denn das? Ah, scheiße. Ach nee, nicht nochmal Continue. Ich glaube, das reicht erstmal. Oh, verdammt.
Verdammt. Oder mache ich noch einmal? Ach nee. Da werde ich zu hippelig hier bei diesem Spiel. Wahnsinn. Ja, das soll es erstmal gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick verschaffen. Ich finde dieses Spiel geil. Und ich werde bestimmt die nächsten Wochen mal wieder hier ein bisschen trainieren, dass ich besser werde. Und mal schauen, ob ich meine alte Kraft zurückerlange. Ja. So viel dazu. Kann ich nur empfehlen. Geiles Spiel. Mittlerweile auch ziemlich selten und geht im Preis auch ziemlich hoch. Und ich bin, wie gesagt, froh, dass ich es wieder habe. Nun gut. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.